Welche Fragen gibt es von Ihnen, von euch dazu? Oder Statements? Da ist was. Vielen Dank, das war sehr aufschlussreich und aktuell. Jetzt wurde in deiner Anmoderation oder sowas gesagt, dass man sozusagen auch, um was zu erreichen, den Gegner, sage ich jetzt mal, einbezieht in die Strategie. Siehst du da eine Möglichkeit, auch RWE einzubeziehen oder mit RWE zu reden? Oder könnte das eine Strategie sein? Keine Ahnung, aber mich würde interessieren, wie man dieses sehr gute Beispiel im Grunde jemand praktizieren könnte. Ehrlich gesagt, meine Einschätzung ist, das wird bei dem schwierig. Ich habe mir mal den Geschäftsbericht von RWE angeguckt und da steht jetzt drin, welche Firmen damit RWE mitfinanziert werden. Okay, ich habe da geguckt, ich habe eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten, fünf Seiten, ich glaube, es waren 10 Seiten. Noch mehr. Es nahm gar kein Ende. Also die Firmen, die da in diesem RWE-Konglomerat sind, das muss man sich mal angucken. Da hat man gar keine Chance, von einem Lesen fertig zu werden, weil das ist überwältigend, was da, ich sag mal, was da ein Krebsgeschwür im Grunde sich zeigt, ein gesellschaftliches Krebsgeschwür. Wobei, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das sind ja die offiziell RWE-Töchter sind. Oder wo RWE Beteiligung hat. Also ich möchte die Frage schon beantworten, und zwar in dem Sinne, in wenigen Tagen ist ja die RWE-Hauptversammlung, und die RWE-Hauptversammlung hatten ja bis vor wenigen Jahren immer in der Grugerhalle, also bis zu der Pandemie in der Grugerhalle stattgefunden, als eine Veranstaltung, wo eben über den Dachverband der kritischen Aktionäre, viele Aktivistinnen oder auch Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen, auch des BUND, dann dort eben die Chance hatten, ja, Anträge und Fragen zu stellen an den unmittelbar vor dir sitzenden RWE-Vorstand und unmittelbar, wie ihr jetzt da sitzt, gar nicht so nah. Ich hatte auch etwas gesprochen, auch der Aufsichtsrat von RWE, ist auch immer sehr interessant. Wer da im Aufsichtsrat sitzt oder saß, wie zum Beispiel war das auch dann der, damals, als ich das erste Mal da war, war der Aufsichtsratsvorsitzende, das war eben auch gleichzeitig der stärkste Mann des Bayer-Konzerns, als Beispiel, oder auch Mercedes, der saß auch dann im Aufsichtsrat. Das ist immer der Aufsichtsrat, ist immer eine Versammlung, so auch der Spitzen der DAX-Konzerne. Aber trotzdem ist es interessant, eben weil es dann die Chance besteht, die Reaktionen eben öffentlich zu machen. Und wir haben da mehrfach eben ganz klar eben gegenüber dem RWE-Vorstand auch nachweisen können, wie gefährlich und wie auch todbringend zum Beispiel die Feinstaubemissionen sind. Weil es ist eben dann auch die Möglichkeit, auch dann eben auch gerichtlich dagegen vorzugehen. Es ist ja so, dass wir arbeiten ja auch mit verschiedensten Rechtsanwältinnen zusammen, und das ist eine Rechtsanwaltsgruppe, die schon im Jahr 2018 15 Rechtsanwältinnen aus Köln haben damals schon den RWE Power Vorstand angezeigt, strafrechtlich wegen Tötungsdelikten. Wir haben das in erster Linie bezogen eben auf die Mitwirkung der Klimakatastrophe und der Klimatoten durch Hitzetoten und so weiter. Aber es wird im Moment an einer erneuten Anzeige gearbeitet, und das wird interessant werden. Und weil, wie können wir dann auch glaubwürdig begründen, wenn wir eben auch vorher nachweislich gesprochen haben und die Papiere alle vorgelegt haben dem RWE-Vorstand, die können sich nicht mehr rauswählen. Insofern meine ich, ist das eine Inklusion. Das, was sie vorgelesen hat, es ist so, dass bestimmte Widersprüche sind eben tatsächlich eben antagonistisch, unaufhebbar, auch
der Konflikt mit RWE ist meiner Meinung nach eben letztendlich nur so lösbar, dass nach meiner Idealvorstellung der RWE-Konzern eben zerlegt würde, wieder in viele kleine Teile rekommunalisiert würde, in echte kommunale ja, Stadtwerke, die auch wirklich basisdemokratisch kontrolliert werden, eben auch von der Zivilgesellschaft. Insofern, RWE hat unserer Perspektive RWE enthalten und letztendlich, da gibt es ja auch eine Gruppe in Köln von jüngeren Menschen, die das auch ganz deutlich sagen, die das ganz oben auf ihrer Agenda haben. Mit denen gibt es aber auch Kontakt. Ich weiß nicht, ob die Frage beantwortet ist. Müsste man die kooperative Strategie. Nochmal? Die kooperative Strategie mit RWE. Ja, mit RWE würde ich höchstens so sagen, wir müssen hier noch mehr Whistleblower bekommen innerhalb des RWE-Konzerns. Klar, gibt es auch da Leute, die merken, auf jeden Fall gab es ja schon auch eine Menge ehemalige RWE-Mitarbeiter, die auch mit uns schon mal zusammengearbeitet haben, aber die natürlich alle Angst haben, weil sie verlieren ja dann ihr Strombudget oder Kohlebudget. Das sind viele Leute, die damals bei dieser Aktion 51, diese vorzeitigen Pensionierungen von ganz vielen Arbeitern, man muss auch wissen, dass ganz, ganz viele Arbeiter oder Angestellte von RWE relativ alt sind. Die begründen ja immer damit, ja, wir müssen die Arbeitsplätze erhalten, aber wenn man sich genau die Altersstruktur anschaut, der Beschäftigten von RWE, sieht man, dass die große Mehrheit gar nicht so weit entfernt ist von der Regelrente. Also das ist auch eine interessante Sache. Aber RWE wird ja jetzt in den nächsten Jahren mehrere tausend Arbeitsplätze abbauen im Rheinischen Revier, so oder so. Oder vielleicht noch nicht, weil sie wittern ja Morgenluft überall. Heißt es ja, wir sind bereit, wir werden dann wahrscheinlich auch schon stillgelegte Blöcke oder auch sogar ein stillgelegtes Steinkohlekraftwerk reaktivieren. Also mit RWE sehe ich persönlich keine Chance, also kooperatives, wie die Grünen zum Beispiel meinen. Also die Grünen damals, als sie in der Landesregierung waren, die haben auch ein Papier verfasst, haben gesagt, RWE ist ein starker Partner, mit dem werden wir kooperieren. Klar, das führte dazu, dass der damalige Umweltminister Remmel dann auch den Neubau eines weiteren Braunkohlekraftwerkes sogar gefördert hat und befürwortet hat, was jetzt zum Glück nicht gebaut wird. Das sollte dieses Boa Plus Kraftwerk sein, neben dem Kraftwerk Niederaußen. Also ich sehe da keine Möglichkeit zu kooperieren mit RWE. Aber das heißt, zu sprechen auf so einer Hauptversammlung oder was wir jetzt nächsten Donnerstag ist es, glaube ich, am 28. machen. Wir werden ja eine große Aktion vor dem Hauptgebäude in Essen machen, wo eben vielfältige Gruppen, also eine Vielfalt des Widerstands sich zeigen wird und es sogar so sein wird, dass Ethikon dort eben, das ist ja diesen, ja, blendete wird, das ist ein Schmähpreis, eben da wird jemand rauskommen und die wollen ihn sogar annehmen. Also die ist ja verliehen worden an Markus Kreber, der aktuelle Vorstandsvorsitzende, der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende Werner Brandt, das ist auch im Rahmen der deutschen DAX-Konzerne bekannter Mann. Larry Fink ist eben CEO von BlackRock. BlackRock ist ja mittlerweile meines Wissens ganz aktuell schon fast bei 7% angelangt aller Aktien, also der Aktienanteil von BlackRock an den Gesamtaktien von RWE beträgt 7%, vor kurzem waren es noch 5,08, aber nach meinem Kenntnisstand sind es so viele. Armin Laschet steht ja auch noch drauf, ich kann ja das nochmal hier vorlesen, weil das finde ich, bringt das Ganze auf den Punkt. Darf ich das vorlesen, hier unten, was da steht? Die Genannten sind verantwortlich für Entscheidungen des Handels des Kohle- und Atomstromkonzerns RWE Deutschland. Auf ihr Konto gehen der Ruin menschlicher Gesundheit und die Zerstörung der Umwelt im großen Stil, ja selbst der Tod vieler Menschen. Sie stellen nicht nur eine Gefahr für die Ökologie und die Menschenrechte dar, sondern auch für die Demokratie, den Frieden und die Menschheit insgesamt. Sie handeln zum Vorteil persönlicher Macht und privater Bereicherung. Dafür treten sie Moral und Ethik mit Füßen und nehmen den Untergang der Erde als toter, unbewohnbarer Planet in Kauf. Das
das bringt es meiner Meinung nach ziemlich auf den Punkt, weil das Zerstörungswerk von RWE ist derartig umfassend, also unglaublich. Falls jemand am kommenden Donnerstag auch noch immer noch Lust hat, gegen RWE zu demonstrieren. Wir haben für diesem Straßentheater jede Menge Möglichkeiten, euch alle einzubinden. Als Demonstranten, als Leichen, als Bäume, als Kreuzträger. Okay. Darf ich noch einen Satz sagen? Aber bitte mit Mikrofon, wir machen ja quasi einen Film, ne? Also wir sind ja in der Fernsehübertragung. Und wir haben, also ich spreche hier als Mitarbeitende bei Ethikon, wir haben im Vorfeld dieser Preisverleihung natürlich gründlich recherchiert, denn es gibt ja immer etliche Kandidaten, die da ihr Vernichtungswerk an Mutter Erde und an Menschenrechten fleißig betreiben. Wir haben uns letztes Jahr für RWE entschieden, wegen der Dringlichkeit, dass dort was passieren muss. Und in diesem Dossier, das im Zusammenhang mit der Preisverleihung entstanden ist, kann man viele Hintergrundinformationen nochmal nachlesen. Da haben wir genügend von ausgedruckt, die liegen hier und die liegen am Büchertisch draußen. Kurze Nachfrage. Kannst du noch mal kurz erklären, was aus diesen strafrechtlichen Anzeigen geworden ist? Ja, also die Staatsanwaltschaften haben das jetzt hin und her geschoben. Staatsanwaltschaft Köln, Staatsanwaltschaft Aachen, Staatsanwaltschaft Mönchengladbach. Weil der Herr Schmitz war ja zu dem Zeitpunkt der Vorstandsvorsitzende von RWE, der lebte in Mönchengladbach. Und dann hat aber die Generalstaatsanwaltschaft Hamm ein derartig, ja, wie der Rechtsanwalt Komis, das ist derjenige, der das auch koordiniert, diese Anzeige, der war auch zugegen bei dem zweiten RWE-Tribunal in Essen, dass er sagt, die ist so banal und lächerlich, diese Ablehnung dieser Anzeige, also dass kein Strafverfahren, keine weiteren Ermittlungen aufgenommen werden. Aber das wird so sein, dass genau diese wirklich fragwürdige Begründung eben dann auch jetzt nochmal veröffentlicht wird in dem Zusammenhang, wenn im Mai dann die neue Anzeige, diesmal mit einer großen Öffentlichkeitsarbeit, wir versuchen da auch die Fernsehsender, die Monitor dafür zu gewinnen, dass da diesmal uns nicht so schnell, ja, es ist ja so, dass letztendlich eben die alle irgendwo zusammenarbeiten, wie ich das eben so beschrieben habe, wie ich eben noch nicht erwähnt hatte, war die IBC, das hatte ich gerade noch vergessen, das ist ja die Gewerkschaft, die letztendlich die treueste Unterstützung von RWE ist und letztendlich ein Sprachrohr des RWE-Managements, die Gewerkschaft. IGBCE für Bergbau, Chemie und Energie. Da kann man auch noch viel zu sagen. Das ist auch, gehört für mich auch zu diesem Gesamtkomplex der Gegenseite. Emilio, eine Frage. Ganz kurz. Kurze Frage darf ich stellen. Kurze Antwort deinerseits. Aktuell, wie weit wird diese ganze Ukraine-Geschichte am 24.03. uns da auch nicht, ich sag mal, so ein bisschen oder da auch den Boden entziehen. Also ich habe so in den allgemeinen Gesprächen, die ich gerade führe, immer so, es geht um Energie, die Grünen machen Bücklinge vor den Scheichs. Also es geht ja gerade alles ein Rollback, also gerade in die Energiefrage. Es soll das Wirtschaftswachstum immer noch so weitergehen, schon vor 10 Jahren, 20 Jahren die Growth-Bewegung, da waren wir irgendwie schon mal auf einem anderen Trip. Ich habe das Gefühl, dass
ja, wir sitzen hier so ein bisschen in so einer Enklave, aber die großen Bögen weisen im Moment woanders hin. Hast du da irgendwie gerade einen tollen Gedanken? In zwei Sätzen. Der erste Satz ist, Eckart Tolkien hat selber gesagt, wahrscheinlich, wenn der Ukraine-Krieg nicht gekommen wäre, hätte das UVG vielleicht noch mal anders entschieden. Zum Beispiel, also es bestätigt ja das, was du sagst, das ist ein ganz klares Objekt, das ist für uns äußerst ungünstig. Aber wir hören ja morgen auch den Professor Waschnik, der ja im Höchstmaß nachweisen wird, aus meiner Sicht, dass ein jetzt massiver Ausbau erneuerbarer Energien eben auch vielfältig eben Positives bewirken könnte. Weil ich glaube sogar, was hat denn da, das hat so jetzt mal einer sich verstiegen, einer von der FDP, der meinte ja, das war der Herr Lindner, erneuerbare Energien könnten ja auch Freiheitsenergien sein. Also ich sehe da schon noch eine Chance, wenn das massiver mehr in die Öffentlichkeit gebracht würde, wenn man auch, sagen wir mal, ja, die Parteien unter Druck setzt, das gehören ja auch die Grünen und die Linken, dass sie wirklich den Ausbau der erneuerbaren Energien und nicht eben, wie Herr, jetzt soll ja Fracking in Deutschland erlaubt werden, was meint Herr Pinkwart, das ist ja das krasseste Neuigkeit letzter Woche. Also ich hoffe da, wir werden da morgen was Optimistisches hören von Herrn Quaschmann. Okay, das war der zweite Satz. Okay. Danke dir, Emil. Vielen, vielen Dank.